Düb, düdüdü. Düb, Da haben wir unser erstes Kohlefeld. Aber wenn man so Zeit hat und so rumsitzt, da kommt man immer auf die merkwürdigsten Ideen. Und ich hatte davon eine. Und jetzt bin ich am Überlegen, wie ich sie umsetze. Und zwar ist mein. Boah, hier ist ätzend. Oder? Mein Gedanke war. Ich renne aber hin. Ich bin ja schnell. Ich bin ja schnell da oben. Weil wenn ich irgendwo anfange, dann probiere ich das da oben. Habe ich denn überhaupt Gleise dafür? Ja. Also, mein Gedanke war, dass ich ja die Kohle hier abbauen will. Ja, hier ist auch noch ein Kohlefeld. Da. Und das würde ja bedeuten, dass wir mehrere Züge hier lang fahren lassen. Also einmal der Versorgungszug und dann ja auch noch andere Züge. Und wenn jetzt zum Beispiel der Versorgungszug immer hier anhält, dann würde der andere Zug ja immer dahinter halten. Und das finde ich irgendwie doof. Und da habe ich mir gedacht, das will ich nicht. Wie wär's, wenn ich so eine Verbindung mache? So, genau. Allerdings sollte die Verbindung. Mit dem Abstand sein, dass es halt an den Dingern vorbeikommt. Ich muss nicht am Überlegen. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das am besten. Oh, da ein Verzauberungszug. Wie ich das am besten umsetze. Und zwar. Die Kunst ist jetzt nicht, dass ich das jetzt verlegen kann, sondern die Kunst ist, das so zu machen. Dass ich es halt möglichst schnell verbaue. Also bauen kann. Schon. Brauche ich quasi zwei Stellen. Allerdings ist jetzt noch das Problem, dass ich ja jetzt noch Signale brauche. Das war eine ganze Menge. Munition. Oh, die hat aber noch. Die muss aber noch ordentlich versorgt werden. So, okay. Ja, so sieht das aus dann. Den können wir auch noch schnell zumachen hier. So, jetzt machen wir das neu. Okay.
Okay, das sieht doch schon alles ganz gut aus, aber jetzt habe ich natürlich die andere Seite vergessen. Jetzt muss ich nochmal ganz zurücklaufen. Also es geht einfach nur um die Signale. Damit halt irgendwie hier auch die Signale gesetzt sind. Bin mal gespannt, ob der die Kurve hinkriegt. Aber eigentlich kann dann auch irgendwie aus denen können auch wieder einer werden, weil die sowieso nicht. So fliegt ihr nicht zu mir? Doch, tun sie. Weil da sowieso nichts los ist. Oh Gott. Komm zu Papa. Kann man das sehen? Okay, weiter geht's. Miau! Da geht er ab. Wann auf dem Gleis stehe, der Zug sagt, ach guck mal, da geht's auch lang. Und dann war's das. Ich bin irgendwie in den letzten Folgen ziemlich oft knapp dem Tod entgangen. So, hier kürzen wir einfach ab. Ja, jetzt muss ich erstmal das Holz noch suchen. Sammeln, aber ja, keine Ahnung. Also uns geht natürlich auch schon jetzt wieder richtig schön die Gleise aus. Signalen haben wir noch ein paar. Oh, ich denke mal, einen kriegen wir noch hin, oder? Das ist natürlich Unsinn, das will ja keiner hier. Ne, der war schon in Ordnung. Nein. Das kann weg. Das kann auch weg. Ah, ich hasse das. Okay. So, nutzen wir die Roboter dafür. Brauchen wir nur noch eine schöne Kurve hier. Eine schöne Kurve, habe ich gesagt. War ja klar, dass das wieder nicht hinhaut. Das ist ja mal doof. Ach ja. Das Problem, was ich jetzt hier habe, ist, ich glaube nicht. Na, wo ist er denn? Ja, das sieht doch kacke aus. Die beiden liegen nicht aufeinander. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ich kann den ja wohl noch ein bisschen versetzen. Ne, falsch rum. So. Wie ist das mit den Signalen? Verschiedene haben wir noch.
Schienen hier bitte raus. Ich kann hier legen, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Wieso stehen die jetzt da so blöde rum? Das war's mit den Schienen, ja? Na gut, die sind sowieso nicht. Gut, dann werden wir mal erstmal neue Schienen holen. Ich finde das geil, wie der Zug immer hier vorbei rauscht. Das gibt mir was. Das ist immer das Gefühl von Erfolg. Jetzt müssen die nur noch auch alle versorgt werden. Das wäre schon total toll. Das hätte natürlich noch. Das wäre das i-Tüpfelchen, wenn das auch noch irgendwie funktioniert. Also nicht einfach nur da so ein Zug durch die Gegend fährt, sondern wenn das jetzt auch noch so richtig mit Funktionen und so. Da kommen schon die ersten Schienen angeflogen. Aber wir können uns gleich nochmal ein paar Schienen mehr holen. Jetzt wäre ich fast im Geschwindigkeitsrausch hier dran vorbeigeflogen. Sollte reichen. Gott, wie viel Schienen, ey. Wollt ihr denn mit den ganzen Plastik hin? Ich glaube, ich brauche unbedingt mehr Lagerstätten hier. Das ist mir schon nicht mehr ganz geheuer. Deren Problem ist, weiß ich nicht. Ist es Strom? Nee. Oder haben die wieder, sind die Lagerkisten schon wieder voll? Irgendwas ist hier auch noch. Der meldet irgendwie was. Aber was? Ich glaube, das sind Lagerkisten, die fehlen. Was ich dann nicht so ganz verstehe, ist, warum legen sie dann die Lagerkisten nicht in mein Inventar? Weil es ist jetzt nicht so, dass ich da voll wäre oder so. Okay. So, es sieht doch schon alles ganz gut aus. Schnell mal ein schnell dazwischen geschobenes Projekt. Kleiner Vorteil noch da nebenbei. Es wird auch noch ein bisschen Bäume umgerissen. Tun was für die Erderwärmung. So, das hier unten ist ja sowas wie ein Parallelgleis eigentlich. Okay.
Blöder Baum. Oh! Was soll die jetzt mit der Hand ein? Augenscheinlich sind die jetzt zu doof dafür. Okay, er lädt auf und dann war's das. Toll. Jetzt, wie ich gelernt habe, dass man sie irgendwie einsammelt. Oh! Oh Gott, Alter. Okay. Das Problem ist, ich kann jetzt irgendwie keine Lagerkisten hinsetzen. Ah, ich muss auf jeden Fall, weil hier oben brauche ich keine Lagerkisten. So, was ich jetzt... Ah, genau, hier muss ich noch zu Ende machen und dann... Was denn? Müssen wir so viel Holz abholzen? Wald, Bäume fällen? Nein. Es geht hier einfach ums Prinzip. Mist. Dann hier auch nochmal. Oh, komm schon. Weiß ich, das sind hier Drohnen, die kommen gar nicht von mir. Die kommen von dem Hangar. Ich meine schon klar, ich habe auch ein persönliches Hangar, aber ich meine natürlich das Hangar, was jetzt hier auf der rechten Seite thront. Das da. So. Das war's. Können wir schon mal anfangen, hier die ersten Bahnhöfe zu bauen. Lohnt sich das? Ja, schon. Auch wenn das nur ein kleines Feld ist. Wie man hier dran sieht. Das lohnt sich nicht so. Das und das. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Bahnhof. Da haben wir einen. So. Den nehmen wir mal weg. Aber das sind Entladebahnhöfe. Ich brauche keine Entladebahnhöfe. Ich brauche Beladebahnhöfe. Verdammt. Wo habe ich denn mal einen wirklich guten Beladebahnhof? Bahnhof. Hier ist schon fast alles weggerottet. Aber die werden versorgt. Also, aber hier irgendwo habe ich auch einen guten. Ist das ein guter? Zweiseitig oder einseitig? Zweiseitig oder einseitig? Oh. Ein kleiner Deadlock hier. Gut, wie machen wir das jetzt? Nee, gefällt mir nicht. Was war das denn? Wo haben wir denn mal gute Bahnhöfe zum Beladen? Ist das ein guter? Gefällt mir auch nicht.
Der ist gut. Den nehme ich. Okay. Ich habe tatsächlich mal genug Kisten. Das ist der Wahnsinn. Aber nicht genug Lampen. Müssen sein. So. Hä? Warum tue ich das? So, okay, dann als nächstes kommt der Bahnhof. Das Geile natürlich ist, bei Kohlebahnhöfen, die können natürlich auch gleich den Zug betanken. So. All right. Ja, okay, das war's für den Teil. So, im nächsten Teil bauen wir halt mehr Bahnhöfe. Ich denke mal, das sollte keine große Überraschung sein. Ich hoffe, wir sehen uns. Ciao.